Technokultur ist Liebe, Energie, Kraft. Der ist so ein Motor, der uns oder mich alle antreibt. Ja, es ist halt ein Musikstil, der sich durchgesetzt hat. Technokultur bedeutet für mich absolute Gleichheit und keine Ausgrenzung. Das war tatsächlich auch dann der Grund, warum ich dann nach Berlin gezogen bin. Berlin is the world capital of techno, no question. In Berlin gab es 4 Faktoren, die dazu führten, dass diese ganze Technobewegung so erfolgreich wurde. Erstens war es der Mauerfall und dann die daraus resultierende Euphorie, die einzigartig war. Dann war es so, dass die Polizei und die Ordnungskräfte andere Aufgaben hatten. Also, die war nicht sichtbar, die Polizei. Dann der dritte Punkt, wesentlich, seit 1949 haben wir keine Sperrstunde mehr hier und konnten somit eine Nachtkultur aufbauen. Und der vierte Punkt war das Auftreten dieser Musik. Und die erste Love Parade fing dann damals am 1. Juli 1989 an. Und das war einfach fantastisch. Wir hatten das ja auch angemeldet als Demonstration, haben das dann für Friede, Freude, Eierkuchen angemeldet, also für Abrüstung, für Musik als Mittel der Verständigung und für die gerechte Nahrungsmittelverteilung. Und es war schon bemerkenswert und auch überraschend, dass das dann halt so explodiert ist. Ja. Sehr viel Aufmerksamkeit und auch eine besondere Imagewandel auch gebracht nach Berlin. Also wir waren ja nicht mehr die böse Stadt, wo früher die Nazis gewesen sind, sondern guck mal, ihr habt ja da die Love Parade. Also mich hat inspiriert Love Parade im Fernsehen und für mich war es damals, wo ich hergekommen bin, erstmal nach Berlin dann zum Raven, unvorstellbar, dass ich mit Jogginghose Raven gehen kann aus Augsburg. Ich habe vorher Hip-Hop gehört und habe mich einfach in der Techno-Bewegung wohler gefühlt als Frau. War dort einfach besser aufgehoben. Ich glaube, von Anfang an war Techno eine Musik- und Kulturform, die Menschen zusammengebracht hat und vielleicht gerade auch marginalisierte Gruppen zusammengebracht hat. Also eine Art Utopie zu schaffen, nämlich einen Ort, an dem es egal ist, wo man herkommt, welche Sexualität man hat, welche Hautfarbe, welche Religion, man ist eins vor der Musik. Und man hat dieses Gefühl einer Welt, die eigentlich das Gegenteil ist von der kapitalistischen Welt, in der wir leben, wo es um höher, schneller, weiter, gegeneinander geht. Ich organisiere ein Techno-Festival mit, wir hatten letztes Mal 700 freiwillige und ehrenamtliche Helfer. Die nehmen ihren kompletten Jahresurlaub und verbringen dann 5 Wochen mit uns auf dem Festival. Weil das ist die intrinsische Motivation auf jeden Fall. Dass sie dann das Dorf planen dürfen zum Beispiel mit Yogas, Workshop, Vorträgen, Massagen, alles mögliche, Feuershow. Warum machen die Leute das? Weil das ist so eine geile Zeit und so eine tolle Stimmung und so viel Freundschaft verbunden, dass es halt so viel Liebe ausschüttet, dass die Menschen vielleicht dann das halt dann umsonst machen. Ich glaube, dass Techno-Kultur fast wie ein Ökosystem funktioniert, in dem alle einzelnen Seiten, die da dranhängen, sich gegenseitig supporten. Also auf der einen Seite können wir KünstlerInnen eine Plattform bieten, indem sie bei unseren Events spielen. Aber auf der anderen Seite bekommen auch wir mehr Glaubwürdigkeit in der Szene. Und so unterstützt man sich eigentlich gegenseitig und schafft mehr Sichtbarkeit füreinander. Ich habe das Gefühl, dass die Berliner DJs oder die Produzenten und die Clubs das Geld investieren in die Kunst. Also besonders auch Clubdesign ist hier ganz hoch, also hochgeschrieben. Also jedes Land kommt hierher und guckt sich die Clubs an und versucht, einen Teil davon nachzubauen. Clubkultur als ganzheitlicher stilistischer Kosmos, wo Modebewegung, Musik machen, Grafikdesign, Schriften entwerfen, neue Sounds, neue Licht entwerfen. Das hat alles sich kondensiert durch Techno. Und das, finde ich, ist eigentlich diese große kulturelle Leistung. Ich habe mit Freunden ein Techno-Startup gegründet. Und bei dem Techno-Startup geht es darum, dass wir eine VR-Serie drehen, mit der wir versuchen, Leuten aus der ganzen Welt zu ermöglichen, ein Wochenende
in wirklich Underground Berlin, wie man es als normaler Tourist nicht unbedingt erleben würde, so zu erleben, als wäre man live dabei. Die Szene ist voll mit kreativen Köpfen, voll mit Leuten, die super geile Ideen haben, die Bock haben, alle sind nett zueinander. Es ist eine unglaubliche, unglaubliche Szene. Und ja, da wird noch einiges an kreativen, coolen Projekten auf uns zukommen. I'm here for the reason everybody else is, because of the music. Well, I've been coming here since 1995 as a DJ. This is the place that everybody comes. That the whole dance music industry is here. Like, the whole infrastructure is in Berlin. You know, Resident Advisor, Ableton, Native Instruments, Beatport. I mean, all these guys are here, you know. So it's Hollywood for DJs. I mean, if you want to be an actor, go to Hollywood. If you want to be a DJ, come to Berlin. So ist der Musikstil hier auch geprägt, dieser Berliner Sound. Und der wird auch geliebt weltweit, weil Berlin hat so ein... Die Clubszene ist sehr frei hier. Die Stadt Berlin hat sehr viel Nutzen davon getragen. Die Verantwortlichen haben es erst sehr spät geschnallt, was für eine Kraft in dieser Musik liegt und was es bedeutet für die Stadt. Berlin würde absolut auf viel verlieren, wenn das nicht mehr stattfinden könnte. Ich glaube, dass das Techno für sehr viele Menschen wirklich sehr viel bedeutet und dass es ein Raum ist, wo also marginalisierte Gruppen sich ausdrücken können. Und deswegen sehe ich es absolut als schützenswert an. Und gerade in Bezug auf die Bedrohung von Räumen und Bedrohung von Orten, die zum Beispiel aus der Immobilienwirtschaft verdrängt werden. Die Clubkultur ist sehr, sehr, sehr stark von Verdrängung auch betroffen. Da in dem Fall kann natürlich ein Titel und eine Organisation wie UNESCO helfen, um zu sagen, nee, es ist jetzt eben nicht nur ein Club mit Bum-Bum-Musik, sondern es ist eine Welterbestätte, ein Kulturort und ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen. Ich kriege, glaube ich, besser über das UNESCO-Label den Fuß in die Tür, um auf Augenhöhe über kulturelle Unterstützung verhandeln zu können. Wir können besser Programme entwerfen. Es wird mehr Wissenschaft damit betrieben werden in Zukunft. Das hört ja nicht auf. Bei der Technokultur ist es auffällig, dass auf den Partys nicht nur junge Leute sind, sondern es ist eine Kultur, wo ältere Personen den Jüngeren etwas zeigen. Das geht also, da wird ein Wissen von Generation zu Generation übertragen. Und diese Wissensvermittlung in der Feierkultur, das ist etwas, das muss geschützt sein. Ich kann das mit sehr gutem Gefühl aussprechen, dass Techno einfach der Schlüssel ist für eine bessere Welt. That's why we're here.